Pfarrer Kocher beschreibt, die von der Vorsehung ja, gelebt haben, wie Cottolengo, Don Bosco oder der Pater Maximilian Kolbe, das beschreibt er ganz genau, also interessant zu lesen. Ich habe dann versucht, gleich mal einen Extrakt herauszufiltern, der Wesenszüge des Handelns Gottes im Leben von Menschen. Also ich finde, es ist für interessierte, gläubige Menschen, denn der Herr Pfarrer Kocher beschreibt eigentlich alle theologischen Sachbereiche, die mit der Providentia, mit der Vorsehung zu tun hat. Es fing schon gut an, weil er sagte, denen, die Gott lieben, wird alles zum Guten gereichen. Wenn ja mal alles nicht so gut läuft, ne, dass man dann doch die Hoffnung immer hat, dass Gott alles in die richtigen Wege lenkt. Gott ist mit dir, auch in den dunkelsten Stunden. Du musst ihn nur zulassen, einladen in dein Leben. Wir sind gekommen, weil wir im Radio gehört haben, dass es heute Bücher gibt, die wir kaufen können und auch signiert bekommen vom Pfarrer Kocher. Aber dann kam letzten Endes raus, 5,5 Stunden Autofahrt und da habe ich gesagt, ja, da mache ich das jetzt. Das ist kein Problem gewesen. Einmal das Studio sehen, den Herrn Pfarrer Kocher kurz mal kennenzulernen und die ganzen Mitarbeiter inklusive Ihnen und das Buch noch als Beiwerk ganz genau. Aber mir wurde auch deutlich, dass mir im Leben nicht das Buch, sondern die Menschen mein Gegenüber sein sollen. Ich finde es einfach schön, dass wir die Gelegenheit haben, Herrn Pfarrer Kocher persönlich zu treffen, ihm die Hand zu geben, von ihm einen Segen zu bekommen. Und ja, alles, was er sagt, finde ich sehr bereichernd für mein christliches Leben. Für uns ist es eine große Chance, wenn man gute Autoren hat. Ja, weil natürlich die Kunden, die möchten auch gerne von jemandem, den sie kennen oder den sie schon hören übers Radio, da möchten die gerne auch lesen. Alle anderen Bücher erreichen heute keine Auflagenzahlen mehr von über 5000 Büchern wie das erste. Ja, und wir haben jetzt bei Zeitgeist oder Heiliger Geist der Zeit jetzt die 7. Auflage bestellt. Wir haben nur ein anderes Buch, das auch ähnlich gut ist. Ja, Pfarrer Kocher, den höre ich sehr gerne, weil er so eine Tiefe hat, ja, und so und alles auf den Punkt bringt, sprachlich auch. Und wie er Themen anstößt und auch mich als Radiohörer mitnimmt und auch aufklärt und auch in Dimensionen bringt, die mich tragen und auch ihn immer wieder erfahre, wie er doch komplexe Themen relativ deutlich und einfach zu verstehen rüberbringt. Ich mag auf jeden Fall, wenn ich ihn höre, seine Stimme. Ich mag, wie fundiert er sich mit den Themen auseinandersetzt. Ich mag es, wenn er was nicht weiß, dass er sagt, da ist eine Grenze und er muss sich da informieren und dann reicht er was nach. Ich mag die Art, wie er predigt. Ich bin mit ihm auf einer Wellenlänge, würde ich sagen. Also was er sagt, das kann ich annehmen, das kann ich übernehmen, das finde ich einfach super, also von seiner Art, von den Inhalten her. Ja. Viele, die anrufen, die sagen auch, sie sind so froh, dass es Radio Horeb gibt. Und ich höre ganz viel Radio Horeb und das bereichert mich total und ich bin ganz glücklich. Und ich habe schon vor einiger Zeit Pfarrer Kocher auf YouTube gesehen und der hat so tolle Vorträge und Predigten gehalten und der mich sehr beeindruckt und ich mag ihn und ich mag alle Mitarbeiter von Radio Horeb und ich höre das sehr gerne so viel ich kann. Und ich habe gelernt, wie enorm gefährlich es ist, dem Zeitgeist nachzulaufen. Einfach nur das nachzuplappern, was heute in ist. Anstatt dass man hinschaut auf das, was das Wort Gottes sagt, und das sagt etwas sehr Deutliches, nämlich, dass eben nicht alles erlaubt ist und dass es auch Grenzen gibt. Nicht jetzt, um die Menschen zu beschneiden, um ihnen die Freude zu nehmen, sondern ja, um ihnen Leben zu ermöglichen. Ich bin bei dem Radio erst seit etwa einem Jahr. Seitdem kenne ich das erst, höre es jetzt aber schon lange regelmäßig und hatte es eben schon mal erwähnt, das hat schon mein Leben verbessert, definitiv. Und da möchte ich drauf weiter aufbauen. Generell ein besserer Mensch zu werden, das muss ich so allgemein sagen. Ich hatte mich längere Zeit nicht mit dem Thema Religion und Glaube befasst. Und allein durch das Hören kommt eine gewisse Verinnerlichung und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch ruhiger bin, dass ich entspannter bin. Ich habe zum Beispiel bis vor kurzem auch noch geraucht. Auch das war ohne Probleme möglich, dann aufzuhören, weil ich einfach den Entschluss gefunden habe, um das zu machen. Und ich glaube, das hängt alles zusammen. Und deshalb bin ich dem ganzen Team, dem ganzen Sender, der ganzen Möglichkeit, die sie bieten, sehr dankbar.
liebe Mitbrüder und Schwestern im Herrn, liebe Mitbruder, der Herr nennt charismatische Zeichen, welche die Glaubenden begleiten werden und die Verkündigung bekräftigen werden. Es ist erstaunlich, dass das gerade auch in der Kirche von heute so unter den Tisch fällt, kaum beachtet wird, manchmal sogar misstrauisch beäugt wird. Ich denke jetzt nur an das eine Wort, Dämonen austreiben in seinem Namen. Da können oft Leute von einer Diözese zur anderen gehen, überall werden sie abgewiesen. Klar gibt es da auch viel Hysterisches, Ungesundes, aber es gibt aber auch wirkliche Fälle, wo Menschen von den Mächten der Finsternis bedrängt werden und wo ihnen niemand helfen kann, außer die Kirche mit ihrer Segens- und Beschwörungsgewalt. Oder Kranken, denen die Hände aufgelegt werden, die gesund werden. Das wird oft auch als Gesundbeten diffamiert oder irgendwie so ganz ein eigenartiges Licht gerückt. Wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, begleiten ja diese Zeichen die ganze Verkündigung hindurch. Und das ist immerhin die Grundstruktur der Kirche überhaupt. Also insofern müssten wir uns schon überlegen, wie wir auch zu diesen Zeichen ganz grundsätzlich stehen. Werft eure Sorge, alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Der neapolitanische Priester Don Dolindo, im Ruf der Heiligkeit gestorben, hat eine Lehre über die Hingabe an Gott geschrieben. Er beansprucht, dass Jesus ihm selber diesen Text eingegeben hat. Nun, das mag sein oder nicht sein, mir geht es einfach um die Sache, die als solche, wie er sie bringt, stimmig ist und richtig ist. Warum lasst ihr euch beunruhigen und verwirren? Überlasst mir die Sorge um eure Sachen und alles wird sich beruhigen. In Wahrheit sage ich euch, dass jeder wahre, blinde, totale Akt der Hingabe an mich die Wirkung hervorbringt, die ihr wünscht und die dornenvolle Situation löst. Sich mir hingeben heißt nicht, sich ängstigen, sich beunruhigen und verzweifeln, und dann ein erregtes Gebet an mich richten, damit ich euch beistehe. Sich mir hingeben heißt, die Augen der Seele ruhig schließen und sich mir überlassen, damit ich allein euch ans andere Ufer trage, wie schlafende Kinder auf den Armen der Mutter. Das, was euch durcheinander bringt und sehr schadet, ist euer Grübeln, euer Nachsinnen, Sorgen und Abquälen im Glauben, um jeden Preis alles selber tun zu müssen. Wie vieles wirke ich, wenn die Seele sich in ihrem geistigen und materiellen Bedürfnissen an mich wendet, mich anschaut und während sie sagt, sorge du, die Augen schließt und ruht. Ihr habt wenig Glauben, wenn ihr euch abquält, sie zu bekommen. Ihr habt sehr viele, wenn euer Gebet ein volles, sich mir anvertrauen ist. Im Leid betet ihr, dass ich es euch nehme, aber es euch so nehme, wie ihr es euch vorstellt. Ihr wendet euch an mich, aber ihr wollt, dass ich mich euren Ideen anpasse. Ihr seid wie Kranke, die den Arzt um eine Kur bitten, sie dem Arzt aber selber vorschreiben wollen. Macht es nicht so, sondern betet, wie ich euch im Vaterunser gelehrt habe. Geheiligt werde dein Name, das heißt, sei verherrlicht in dieser meiner Not und Bedrängnis. Dein Reich komme, das heißt, alles trage bei zu deinem Reich in uns und in der Welt. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, das heißt, verfüge du in dieser meiner Angelegenheit, wie es dir besser erscheint für unser ewiges und zeitliches Leben. Wenn ihr wirklich sagt, dein Wille geschehe oder sorge du, greife ich mit meiner ganzen Allmacht ein und löse die aussichtslosesten Situationen. Und wenn du siehst, dass das Übel sich verschlimmert, statt sich zu bessern, beunruhige dich nicht. Schließe die Augen und sprich zu mir mit Vertrauen, dein Wille geschehe, sorge du. Ich sage dir, dass ich sorge, dass ich eingreife wie ein Arzt und dass ich auch ein Wunder wirke, wenn es nötig ist. Du siehst, dass der Zustand des Kranken sich verschlimmert, beunruhige dich nicht, schließe die Augen und sprich, sorge du. Ich sage dir, ich sorge. Die Besorgnis, die Unruhe und das Denken wollen an die Folgen einer Sache sind gegen die Hingabe. Es ist wie das Ungestüm der Kinder, die verlangen, dass die Mutter für ihre Bedürfnisse sorge, aber selber dafür sorgen wollen
und so durch ihre Ideen und Launen die Arbeit der Mutter stören. Schließ die Augen und lass dich vom Strom der Gnaden tragen. Schließ die Augen und lass mich arbeiten. Schließ die Augen und lenkt eure Gedanken an die Zukunft ab wie eine Versuchung. Ruht in mir. Glaubt an meine Güte und ich versichere euch bei meiner Liebe, dass, wenn ihr in dieser Verfassung zu mir sagt, sorge du, ich voll und ganz sorge, euch tröste, euch befreie, euch führe. Und wenn ich euch einen anderen Weg führen muss als den, den ihr meint, dann unterweise ich euch. Ich trage euch auf meinen Armen, denn es gibt keine heilsamere Medizin als den Eingriff meiner Liebe. Ich sorge nur, wenn ihr die Augen schließt. Das kommt ja immer wieder vor, also gemeint ist offensichtlich das blinde Vertrauen, blind Augen schließen. Ihr seid schlaflos, ihr wollt alles schätzen, alles erforschen, an alles denken und überlasst euch so den menschlichen Kräften oder noch schlimmer, den Menschen, weil ihr auf ihr Eingreifen vertraut. Das ist es, was meine Worte und meine Absichten hindert. Wie sehr wünsche ich von euch diese Hingabe, um euch zu beschenken und wie betrübt es mich, euch so beunruhigt zu sehen. Satan strebt gerade das an, euch in Unruhe zu bringen, um euch meinem Willen zu entziehen, damit ihr euch ganz den menschlichen Initiativen hingebt. Deshalb vertraut mir allein, ruht in mir, gebt euch in allem mir hin. Ich wirke Wunder im Maß eurer vollen Hingabe an mich und des gänzlichen Vertrauens in mich. Ich schenke Schätze der Gnaden, wenn ihr in gänzlicher Armut seid. Wenn ihr eure Hilfsquellen habt, auch in wenigen, oder solche sucht, seid ihr auf natürlicher Ebene und folgt so dem natürlichen Lauf der Dinge, der oft vom Bösen gestört wird. Keiner, der alles erörtert oder erwägt, hat Wunder gewirkt, nicht einmal unter den Heiligen. Wenn du siehst, dass alles sich noch mehr verwickelt, dann sprich mit geschlossenen Augen der Seele, Jesus, sorge du, und lenke dich ab, denn dein Verstand ist scharf. Und für dich ist es schwer, das Übel zu sehen und mir zu vertrauen. Lenke dich ab von dir, mach es so in allen deinen Bedürfnissen. Macht es alles so und ihr werdet große, fortgesetzte und stille Wunder sehen. Ich werde sorgen, ich versichere es euch. Betet immer in dieser Haltung der Hingabe und ihr werdet großen Frieden haben und große Frucht, auch wenn ich euch die Gnade des Opfers, der Sühne und der Liebe schenke, die das Leid auferlegt. Scheint es dir unmöglich? Schließe die Augen und sprich mit ganzer Seele, Jesus, sorge du. Hab keine Angst, ich sorge. Und du wirst meinen Namen preisen, indem du dich selbst verdemütigst. Deine Gebete gelten nicht so viel wie ein einziger Akt vertrauensvoller Hingabe. Bedenke es wohl. Es gibt keine wirksamere Novene als diese. Lieber o Jesus, Bruder August, ich gebe liebe mich dir hin. Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Soweit dieser Text. Die Predigtausbildung im Priesterseminar war dem Priester hart, die hatte es in sich. Da war ein Professor, der war blind. Eine Bombe hatte ihm auch noch einen Arm weggerissen. Der hörte wie ein Luchs. Und dann hatten wir wirklich den, kann ich wirklich sagen, den besten Prediger, den ich bisher überhaupt je getroffen hatte als Ausbilder. Und weil der so gut war, hat er natürlich auch entsprechend hoch den Maßstab angesetzt. Wenn da zum Beispiel einer mit so einem Zettelchen, einem Merkzettel an den Ambo ging, dann lief das Gesicht des Alten, so nannten wir ihn, das war jetzt nicht despektierlich, sondern ehrfurchtsvoll, schon säuerlich ein. Er erwartete, dass man die Ansprache vollkommen frei hält. Und nie konnte man es ihm recht machen. Und das müssen Sie sich so vorstellen, da sitzen dann die Studenten, die Mitbrüder aus dem Kurs drin, die schreiben jeden Fehler auf, den sie machen bei der Ansprache. Der Professor, der nuschelt in sein Sprechgerät was rein, weil er ja nicht schreiben kann durch seine Blindheit. Und der Chef, der Regens des Priesterseminars, hat de facto die ganze Predigt mitstenografiert. Und danach kam meistens der Verriss. In der Regel hat man sich sehr gut darauf vorbereitet. Und so war am nächsten Tag die Probepredigt über Eheschließungen dran. Und es ging schon auf Mitternacht zu im Bierstüble.
Und da hat einer gesagt, der dran war mit einer Probepredigt, morgen gibt es eine Überraschung. Sie müssen wissen, dass eine gute Predigt sich so aufbaut, dass sie ein einziges Thema hat. Es ist sehr schwierig, sich zu disziplinieren, nicht mit den Gedanken da und dorthin zu springen, sondern ein Thema durchzukonjugieren, sozusagen das in drei Punkten zu entfalten. Ich weiß den Namen, aber den lasse ich jetzt lieber weg. Da ist nämlich noch Priester, der ging an den Ambo und sagte, liebe Gemeinde, liebes Hochzeitspaar, ich möchte euch drei Punkte mitgeben. Betet miteinander, liebt einander, geht am Sonntag in die Kirche und betet miteinander. Amen. Und dann wird der Alte, hat noch mitstenografiert, hat dann aufgeschaut, da war keiner mehr am Ambo und ist dann wutentbrannt aufgestanden. Und dann hat er einen anderen, den auch ein bisschen auf dem Kicker, gefragt, was er von dieser Predigt hält. Und der hat dann frecherweise gesagt, heute ist ein bekannter Wallfahrtsdirektor, ja, drei Punkte hat sie schon enthalten, die Predigt. Und da war nämlich der Alte dann auf 100 und hätte fast diesen Prediger da aus dem Priesterseminar geworfen. Also der hat sich furchtbar aufgeregt, das ist eine Verhöhnung des Ehesakramentes und so. Hat das so verstanden, dass er sich da lustig machte über ihn. Aber es war gar nicht so dumm, was der gesagt hat. Liebt einander, das ist klar, dass ohne Liebe geht das nicht, dass man eine Ehe eingeht. In den USA hat es eine Untersuchung gegeben, im Evangelium ist ja die Rede von Ehe und Ehescheidung jetzt gewesen, was Ehen halten lässt, die Abwicklung einer Zeremonie, dass man in der Kirche oder in der Synagoge oder sonst wo heiratet, das bringt so gut wie gar nichts. Da crashen Ehen genauso wie alle anderen auch. Meistens ist es ja nur eine Zeremonie, die man da so abfeiert, wo es gar nicht um den eigentlichen Kern geht. Wenn aber beide am Sonntag in die Kirche gehen, statistisch untersucht und wirklich belastbar, dann zerbrechen nur noch 2% der Ehen. Und wenn beide miteinander beten, dann geht es in den Promillebereich hinein. Wenn beide miteinander beten, aber das müssen sie erst mal herbringen. Gerade Männer tun sich da unheimlich schwer. Es braucht nicht viel zu sein. Was sollen sie denn beten? Aus katholischer Sicht ist die Ehe ein Sakrament, das heißt eine Höchstform, eine Hochform des Glaubens. Steht auf einer Ebene wie die Priesterweihe, wie die Feier der Eucharistie. Das ist nicht irgendetwas, eine Zeremonie, das ist wirklich die Präsenz Gottes in diesem Sakrament. Sie sollen darum beten, dass die Gnade des Ehesakramentes täglich erneuert wird. Was ist das, die Gnade des Ehesakramentes? Erik Flügge hat einen Bestseller geschrieben, ein ziemlich aufmüpfiger Bursche, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Und zwar deshalb, weil wir ständig Insider-Jargon verwenden und es den Leuten einfach nicht mehr schaffen zu erklären, um worum es geht. Wenn ich jetzt Ihnen sage, beten Sie darum, dass die Gnade des Ehesakraments erneuert wird, was heißt denn das für Sie? Können Sie damit etwas anfangen? Ich versuche es Ihnen zumindest kurz zu vermitteln. Gnade heißt Zuneigung vom hebräischen Wort, Zuwendung, die der Herr uns schenkt. Also er ist präsent, er hilft uns. Der Ehebund besteht nicht nur zwischen den beiden Menschen, sondern es ist gleichsam ein Dreierbund. Der Einzelne darf mit etwas rechnen, was er aus sich selbst nicht hat, so Pater Hans Buob. Das Sakrament der Eheschließung ist mit dem Anschluss an eine Starkstromleitung zu vergleichen, womit natürlich nur ein Teil des Geheimnisses ausgedrückt ist. Aus diesem Sakrament erwächst uns eine Kraft, die wir von uns aus selbst nicht haben. Im Sakrament verbindet sich Gott mit uns, gerade bei der Ehe. Und zwar schenkend und liebend. Verbinden heißt, wir nehmen teil an ihm. Er ist unsere Kraftquelle. Und da merken Sie schon, wie töricht es ist, wenn es Gott gibt und wir als Christen glauben das, sich an ihn nicht zu wenden. Diese Kraft, diese Hilfe, die er uns gibt, nicht zu nutzen. Worin, in welchen Punkten entfaltet sich das Ehesakrament? Zunächst einmal im Gelingen der ehelichen Beziehung. Alle Hilfe, damit dieses Abenteuer gelingt, hält er bereit.
Alle Gnade schenkt er. Und wir wissen ja, wie viele negative Faktoren einwirken auf Beziehungen von Menschen. Die Schnelllebigkeit unserer Zeit, die Erziehung der Kinder, wo dann die Beziehungspflege der Eheleute untereinander vernachlässigt wird, sodass es oft ein Neben und manchmal sogar ein Gegeneinander wird. Wer garantiert Ihnen, dass der andere sich mit Ihnen weiterentwickelt? Wissen Sie, das sind schon ziemliche Gefahrenpotenziale, die da lauern. Und da braucht es wirklich die Hilfe vom Herrn, dass man die in Anspruch nimmt und darum bittet. Dr. Theo Lehmann, einer der großen Theologen in der früheren DDR, hat das etwas amüsant formuliert, wie das geschehen kann im Laufe der Jahre, dass man sich irgendwie fremd wird. Ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren. Es hat ein bisschen geregnet. Sie kommen an eine Pfütze. Da sagt er: Vorsicht, Liebste, eine Pfütze, und hebt sie galant darüber hinweg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre nach der Hochzeit sagt er in der gleichen Situation: Pass auf, eine Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit: Hast du keine Ohren im Koppe? Und 30 Jahre nach der Hochzeit: Das war ja klar, dass du da neilatschen musstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen, dass sie im Laufe der Zeit immer weniger wird. Mit Gottes Liebe ist es nicht so. Sie nutzt sich nicht ab. Sie ist unveränderlich, sie ist ewig und grundlos. Also für das Gelingen der Beziehung und dann vielleicht noch auch ein weiterer Punkt, was das bedeutet, die Gnade des Ehesakraments erneuern. Es ist immer eine Gnade für den anderen. Ich nehme das Beispiel der Priesterweihe, dann sehen Sie es sofort. Die Priesterweihe hat der Priester natürlich nicht für sich empfangen, weil er jetzt so fromm ist. Es sind alle Gnaden, die er hat, sind Amtsgnaden, Gnaden für andere. Dienstgnaden nennt man das, für den Aufbau des Leibes Christi. Dass er den Menschen die Sünden nachlassen kann. Dass er die Wandlungsworte sprechen darf. Das sind Dienstgnaden, nicht nochmals für den anderen, für die Gemeinde. Auch Gnaden der Heilung, der Rede, des Tröstens, des Lehrens. Wir sehen das sofort, ja, das ist so. Das bekommt er zum Dienst. Und so ist es aber in einer Ehe. Ich bekomme Gnaden, damit sich der andere bestmöglich entwickeln kann. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Beste aus dem anderen herausgelockt wird. Dass man sich gegenseitig in den Himmel hilft. Dass man für den anderen einsteht. Was ist Liebe? Wachstum in eine immer größere Tiefe und Reife hinein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das haben Sie vielleicht noch so nie bedacht, dass Sie eine Gnade bekommen, damit der andere sich entwickeln kann und damit er das in bestmöglicher Weise tut. Und natürlich dann, der Priester soll die Liebe Christi darstellen. Und an diesem Maßstab wird der Priester auch gemessen, in erschreckendem Maßstab. Und wenn der versagt, ist natürlich dann doppelt schlimm. Aber das, für die Ehe sehen wir das auch gar nicht. Es ist dann auch nicht nur eine Gnade da, dass die zwei miteinander glücklich werden, sondern das soll ausstrahlen, wie beim Priester. Das heißt, sie sollen die Liebe Gottes in die Welt tragen. Es ist ein Realsymbol für die Liebe Gottes, sodass jeder, der die beiden sieht, sagt: Jetzt kann ich mir vorstellen, wie Gott die Menschen, die Kirche liebt. Liebe ist nicht egoistisch. Sie ist von ihrem Wesen her verströmen. Sie drängt darüber hinaus im Kind, aber auch in die ganze Gesellschaft hinein. Das einzige Buch, das die Leute heute noch lesen, ist das Leben unserer Leute. Die interessiert nichts anderes mehr, kein Dogma, oft nicht einmal mehr das Wort Gottes, sondern wie wir miteinander umgehen. Die Welt schaut hin. Und es ist ein starkes Zeichen, wenn diese Liebe gelingt.
Und deshalb sollen sie täglich beten. Sie können das mit eigenen Worten tun. Sie können Vaterunser beten, sonst ein Gebet heraussuchen, das ihnen gefällt. Herr, erneuere die Gnade des Ehebundes. Dieses Bundes, den wir vor dir geschlossen haben. Und das heißt, dass unsere Beziehung Bestand hat. Das heißt, dass die Gnade sozusagen aktiviert wird, die ich für den anderen bekommen habe, damit der sich bestmöglich entfalten kann. Und das bekommt immer der eine für den anderen. Und dass diese Liebe nach außen ausstrahlen kann. Ich habe schon viele Leute, viele Ehepaare getraut und man hat ja in der Regel gerade nur ein oder zwei Abende Zeit, um denen etwas zu vermitteln. Und da kommt das öfters am Abend vor und ich werde das nicht müde, immer wieder zu wiederholen. Es ist jetzt nicht einmal nur einmal so diese Feier in der Kirche, wo es dann schön zugeht und das ist ein wunderschöner Tag, den sollt ihr auch schön gestalten, aber dann kommen unzählige viele andere Tage und Jahre. Ihr dürft aber gleichsam immer innerlich wieder zurückkehren an diesen Tag, wo ihr vor Gott das Ja zueinander gesprochen habt. Indem ihr immer wieder bittet, dass diese Gnade erneuert wird, denn die Asche legt sich schnell auf das Feuer. Das geht sehr schnell. Und deshalb bitte ich den Herrn auch jeden Tag bei mir, Herr, erneuere die Gnade der Priesterweihe. Das soll immer frisch sein, immer lebendig. Der Apostel Paulus schreibt im Timotheusbrief, erneuere die Gnade wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, wie viele sind heute verzagt, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das soll erneuert werden, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Sí.
Radio Maria. Und wenn Sie Sorgen haben, dann denken Sie, sprechen Sie doch so zum Herrn: Ich habe Sorgen, aber ich habe Radio Maria geholfen. Dans vos prières, dites au Seigneur: Souviens-toi, Seigneur, de moi. Und in Ihren Gebeten sprechen Sie ruhig: Herr, erinnere dich, denk an mich. Souviens-toi de ce bien que j'ai fait en aidant Radio Maria. Und denk an mich und denk doch daran, dass ich auch Radio Maria Gutes getan habe. Radio Maria qui atteint des âmes qui ne voient pas de prêtre. Radio Maria, das die Seelen erreicht, besonders die, die nie einen Priester sehen können. Et Radio Maria arrive à ces âmes-là pour les amener à Jésus. Und Radio Maria gelangt zu diesen Seelen, zu diesen Menschen, um sie zu Jesus zu bringen. Grâce au don que j'avais fait à Radio Maria. Dank meines Geschenks, das ich Radio Maria gemacht habe. Et le Seigneur se souviendra de vous. Und der Herr wird sich ihrer erinnern. Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Pfarrkirche in Balderschwang, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN-TV. Für alle, die gerne auf unserer Homepage mitschauen möchten, auch dort können Sie diesen Barmherzigkeitsrosenkranz, den wir jetzt beten und singen werden, mitverfolgen. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, ein bisschen innezuhalten bei unserem Marathon für die Gottesmutter, Spenden- und Gebetsmarathon in den Anliegen für Radio Maria in Afrika, dass dort Radios aufgebaut werden können, die eine Stimme des Friedens sind, die wirklich für eine große Einheit sorgen. Wir laden Sie jetzt ein, dass wir diesen Rosenkranz heute gemeinsam in Englisch singen und beten, denn wir sind ja international besetzt mit unseren Gästen, die hier bei uns in Balderschwang sind und auch mit den Zuhörern, zumindest bei den Gottesdiensten, die immer auch nach Afrika übertragen werden. Schließen wir all die Anliegen dieser vielen, vielen Brüder und Schwestern in den afrikanischen Ländern ein, in all den Ländern, für die wir Sie um Spenden und Gebet bitten dürfen. Und wir schließen selbstverständlich all Ihre Anliegen ein. Möge der Herr Ihnen ganz reich vergelten, was Sie schon getan haben und noch tun werden. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. For the sake of the
sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world for the sake of the sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful sorrowful passion.